Hallo, die Super Chaos Room 40 und der Tops und die Ronja und die Ronja, ja, und die ist hier heute, das hat perfekt funktioniert, der Anfang. Und wir sind hier in Minecraft Phoenix, einer neuen Serie, die ab sofort bis ein Treffenkanal kommen wird. Und Leute, ich frag mich immer, Flo, wann kommt der Dragon-Nachfolger? Asti wird offiziell das nächste Projekt so wie Dragon aber werden. Flo, und ich bin Flo, wie schreibt man denn Phoenix? Also Leute, ganz wichtig, okay, jetzt machen wir mal hier Dings, Schule hier. Also, Phoenix, ja. Das PH wird wie ein F ausgesprochen, OE wird wie ein Ö ausgesprochen und nix wie nix. Also, ja. Ja. Also Leute, bitte, wenn ich einmal sehe, was einer in den Kommentaren Phoenix so schreibt, ja, dann rast ich aus. Kein Spaß. Ich weiß nicht, wie man das so schreibt. So schreibt man Phoenix, ja. P-H-O-E-N-X. Genau, P-N-H-K-E, ja. Ja, Phoenix. Genau, und Top schreibt man auch, und ich bin P und Z ja. Und. Ja, und mit Y. Wo kommt das Y her? Stummes X. Okay, Dings. Ja. Lass mal schauen. Ja, genau. Also, kurze Einführung. Das Projekt kommt bei uns über unterschiedlich. Also, ich glaube, das Projekt kommt noch bei allen. Auf eurem Kanal hier. Ich kann nicht mehr reden. Ja. Genau. Also. Also Leute, unbedingt mal auschecken hier bei Richtig Ronja und bei Tobs hier. Die haben beide auch eine Folge hochgeladen. Wir werden später auch hier mal rumlaufen. Wir haben ultra neue Mods hier und 170 Stück, glaube ich. Und Tobs hat schon Ziegelstein am Rücken. Nice, ja. So muss das sein. Ich habe immer Essen bei mir. Essen. Und Ronja, ich habe ein pinkes Ei. Ah, nice, ein pinkes Ei. Okay, hier sieht man auch schon die ganzen Bilder. Ich finde das richtig fancy hier, ja? Es sieht schick aus, ja. Das ist so also Phoenix, ja? In den nächsten Folgen wird noch richtig viel zukommen, wie Quests und so weiter. Und der Phoenix, was das so bedeuten hat, unbedingt, das seht ihr in der nächsten Folge dann. Ja. ich würde sagen, dann macht jetzt jeder hier seine eigene Folge. Und schau mal, was für Abenteuer wir erleben werden. Wir haben viele coole neue Mods drauf, wir haben Drachen, wir haben tödliche Mods. Wir haben brutale Mods, wir haben schöne Mods und ja. Wir haben ja auch noch und keine wir haben Unter mich. Da haben wir gleich den Glückslos gezogen. Hier, ihr beiden, nicht sterben. Wenn einer von euch stirbt, dann lache ich. Bis zum nächsten Mal, Dings, okay. Ja, bis dann. So, und damit geht's dann weiter. Bei mir kommen die Folgen übrigens immer mittwochs, freitags und sonntags raus. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ich glaube, bei Flo ist es ähnlich. Und zwar, ich habe jetzt erstmal gedacht, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen hin. Tops geht ja auch in die Richtung, deswegen will ich ihm jetzt nicht unbedingt den besten Dorfplatz gönnen. Ich habe das Gefühl, hier im Dorf haben wir auf jeden Fall eine solide Basis für eine gute, wirklich gute Behausung. Hier sind auch Rehe, das heißt, wir haben schon mal Essen, was auch immer. Oh, das sind Pegasus? Wie heißt die Mehrzahl für Pegasus? Pegaseen, Pegasüße, Pega, was auch immer. Wir möchten natürlich die anderen ausstechen, richtig? Ich meine, das Ding ist, man kann nicht einfach das erstbeste Haus nehmen, was man so sieht. Das ist ja, also, macht denn das? Anfänger machen das. Ich bin kein Anfänger. Also technisch gesehen schon. Ich habe jetzt hier ein paar Herzen verloren, aber das macht nichts. Man muss auch wirklich Abstriche machen am Anfang. Und dann, ja, dann gucken wir erstmal, was es hier so gibt. Das ist eine Mauer. Wir gucken jetzt erstmal, was es hier so gibt. Steuerung ist auch nicht mein Freund. Hier ist zum Beispiel schon mal ein leeres Haus. Guter Start. Sehr witzig. Und dann, wer auch immer, Constance. Gothic Scribe. Okay. Hallo Constance, wie geht's? Wir haben hier sehr viele Dorfbewohner. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal eine solide Grundlage. Dann gucken wir, was hier drin ist. Das ist einfach nur Lettuce, Gothic, Hired, Sword. Okay. Viele Leute. Tobs ist zum Beispiel hier, ja? Möchte bestimmt was looten. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal alles, was hier in dieser Kiste ist, ja? Das ist so schnell. Oh mein Gott, ich kann schneller looten als. Ja, ich hab's zurückgelegt. Nein. Hier Iron Box, noch eine Hose. Wir haben eine gute Ausbeute, ja? Was haben wir denn hier schönes? Diamond Box. Oh, das können wir uns anziehen, das ist cool. Fischpie, ein Helm, Leggings, Enderbeat, Necklace und die Box. Das ist ein sehr guter Start. Oh, ich werde hier belauert, habe ich das Gefühl, von irgendjemandem. Generell, ich habe das Gefühl, unser Hauptrivale hier wird auf jeden Fall Tubs werden, auch wenn er das vielleicht noch nicht weiß. Also werden wir mal sehen, ob das so klappt. Ich versuche mich aber erstmal fernzuhalten, damit er meinen finsteren Plan nicht durchschaut. Und ich weiß gar nicht, was meine Items machen. Also es sind super, super viele neue Items da, deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer zu sagen. Hier sehe ich mich auf jeden Fall, weil hier ist ein Farmfeld. Das heißt, wir holzen erstmal ein bisschen was ab, ja? Das ist eine solide Grundlage, damit wir auch Ernährung haben, ja? Man muss da auch einfach an die Zukunft denken. Nee, muss man nicht. Wir können einfach wieder in die Stadt zurückkommen. Nevermind. Wir denken nicht an die Zukunft. Wir denken ans Hier und Jetzt. Und was ich hier und jetzt gerne hätte, ist eine solide Basis, ja, damit wir die anderen auskundschaften können, damit wir schauen können, was ist so deren Mission, was machen die,
Gibt es hier irgendwo noch Truhen, die wir looten können? Das ist momentan, was ich hier gerade versuche herauszufinden. Ich glaube aber nicht. Also ich sehe nichts. Ich höre irgendwas klopfen. Da ist Tobs schon wieder. Wir bauen jetzt erstmal Bäume ab. Wisst ihr das? Was richtig, richtig cool ist. Moment, ich kann es euch gleich zeigen. Ist, dass wir nicht nur nach unglaublich ewig langem Klopfen versuchen, kann man diesen Baum überhaupt abbauen? Ich weiß nicht genau, wo die anderen hin sind, deswegen würde ich tatsächlich einfach mal vielleicht... Huch, was ist denn das? Was fliegt denn da rum? Das scheint mir so eine Art Paraglider-Ding zu sein. Das sieht ja cool aus. Ist es ein Drache? Oh, ich glaube, wir haben Drachen. Ist es ein Drache? Das ist ein Drache. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Boah, sieht ja cool aus. Okay, den gucken wir uns auf jeden Fall an, bevor wir die anderen suchen. Kann der Feuer speien? Leute! Wir sind so gut. Falls ihr nicht lesen könnt, was da steht, wenn mein Gesicht drüber ist, da steht Chaos Row 44. Viel von einer hohen Stelle. Okay, ich weiß nicht genau, wo die anderen sind. Ich glaube, die sind hier auch irgendwo beim Dorf. Wie gesagt, der Floh ist gerade hier irgendwo runtergefallen. Das heißt, es kann nicht so schwer sein, den wieder zu finden. Ich würde einfach gerne mal wissen, was machen die anderen so? Haben die irgendwo schon einen Plan? So zum Vergleichen, ja? Dann sehen wir vielleicht eine kleine Besprechung, ein kleiner Plan, wer geht wohin, ja, damit man auch einfach mal sagen kann, hey, wir besuchen uns gegenseitig, falls man vielleicht mal handeln will oder, ich weiß nicht, vielleicht will man auch mal das Haus von Tobs sabotieren. Ich weiß nicht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Ich sehe aber gerade hier niemanden außer den ganzen Dorfbewohnern. Das ist natürlich schwierig, aber das ist gar nicht schlimm, weil... Wir hatten ja schon das Drachen-Highlight. Die anderen waren bestimmt auch erstmal abgelenkt davon und haben gar nicht nach den anderen gesucht, falls sie den ähnlichen Plan verfolgen wie ich. Ich glaube, da hinten ist Tobs, oder? Das hinten sieht mir aus wie Tobs. Ich guck mal hier hoch, dann können wir besser schauen. Ja, das ist Tobs. Das ist sehr schön. Das heißt, da können wir auf jeden Fall mal vorbeigucken und schauen, wo der so hingeht und ihm vielleicht unauffällig folgen, ohne dass er das mitkriegt, dass wir hier mit unterwegs sind. Wie gesagt, wir wollen erstmal unauffällig bleiben am Anfang und falls wir dann irgendwelche finsteren Pläne entwickeln, dann muss man das auf jeden Fall ja umsetzen können, ohne dass es halt eine Sache ist, die man selber bemerkt. Also ich möchte jetzt hier nicht Verdachtsperson Nummer 1 werden, das ist auf jeden Fall klar. Ich habe ihn jetzt wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, er ist in die Richtung abgehauen. Ich persönlich sehe mich ja bei so einem schicken Haus hier auf dem flachen Pilz. Ich meine, könnt ihr es schon vor euch sehen? So eine schöne, ich weiß nicht, so eine Leiter hier am Stamm runter. Dann geht es hier hoch. Ja, dann hat man das Haus da oben drauf. So ein bisschen auf der Plattform. Dann hat man eine gute Übersicht so über die anderen. Das heißt... Ah! Hallo? Hallo. Na? Na? Und wo siedelst du dich an? Weiß ich nicht, wollen wir jetzt immer noch nach Flo suchen? Ich weiß ja, ich habe Flo gar nicht gesehen. Ich habe den Drachen gesehen. Und du hast einen Drachen gesehen? Hast du den Drachen nicht gesehen? Ist der hier hinten gewesen? Hier war ein riesen Drachen. Ja, ist. Bist du bei mir mit? Mit. Doppel W zum schnell laufen und zum springen. Ja. Ich habe hier eine schicke Gitterfunktion entdeckt. Ja, guck mal, da hinten. Siehst du das? Das ist da hinten. War da der Drache? Kann das sein? Oh, der Baum brennt. Ja, da war der Drache, würde ich einfach mal sagen. Mein Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt, aber das war bestimmt der Drache. Ja, das sieht danach ziemlich so Drachen. Das sieht so aus. Überall. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, war das der Drache, war das nicht der Drache? Haben wir noch einen zweiten Drachen? Weil ich habe gehört, hier in der Welt soll es mehrere Drachen geben. Ich will mir das mal ganz kurz angucken. Ey, Dings! Ja, hallo? Sind den Drachen? Der hat mich angegriffen vorhin. Der hat dich angegriffen? Ich hab nur gesehen, dass du irgendwo runtergefallen bist. Ja, ich hab gesehen, dass du... Nee, jetzt mal ganz ruhig, okay? Ich hab keinen Drachen im Breit gesehen, okay? Das geht gleich im Dorf. Da kam ein Drache, hab mich mit dem Maul gegrabt und dann irgendwo runtergeworfen. Oh, okay. Deswegen bist du gefallen. Der ist irgendwo hier in Richtung Dorf geflogen. Ronja und ich hatten einen Dingensens gefunden, eine Kiste gefunden mit... Ja, aber ich hab auch Ultra-Stuff hier gefunden. Guck mal hier, richtig viel cool drin. Guck mal, ich hab eine Brille. Cool. Richtig viel Kram. Hä, hey, warum hast du so eine Brille? Lotus Buntstifte! Ich hab... Oder Zahnbürsten, was ist das? Das sind Zahnbürsten, Flo, das sind keine Buntstifte. Guck dir die an, was das ist. Oh mein Gott, aber Alter, ey, Enderperlenkette. Ich bin der am Anfang als erstes stirbt. Der ist wie auch nicht so zu sein. Ich find's schön, dass du am Anfang lesen und so weiter. Alter, was ist das hier? Ich bin sehr belesen. Und das was ist das?
Ich hab keine Ahnung. Alles gehört mir. Yeah. Ronja, du hast ja das Klavier, ne? Ey, guck mal, was ich hab für Kopf hab! Da. Was ist das? Keine Ahnung. Warte, das ist ein Mensch, oder? Das ist Drooping Mate, Headgear. Lol. Lol. Wollen wir tauschen? Was hast du so? Ich hab hier eine Enderperlenkette, ich hab einen schicken Helm, Hose, Rüstung. Das Klavier! Wo hast du jetzt schon ein Klavier? Woher hast du das Klavier? Das war in der Kiste. Hast du vom Mieter geklaut? Wirklich? Was haben wir noch? Ey, das tauschen. Was macht die Enderperlenkette? Die macht also, nix. Flo. Die kannst du haben, die ist nutzlos. Hier, pass auf, ich geb dir die. Flo, ich werf die hier raus. Oh mein Gott, du hast einen Ender, Girl. Warte, ich hier, Dings, nimm du das. Flo, warte mal, damit du endlich mal jemanden hast, der dich liebt. Drooping Mate. Da, bitte schön. Hey, kann ich das irgendwie... Ey, was ist das? Das sieht so cool aus. LOL! Seht ihr das? Seht ihr, wie viel cooler wir gerade geworden sind? Guck mal, jetzt hast du deine Freunde. Oh mein Gott! Oh, ich hab einen Teil. Ob der einen Rock? Ich geb euch die Hose ab. Ich hab einen Rock. Nein. Gib den Rock zu Tobs, der will den haben. Nein. Du ich brauch die Mate für das Rock- und Mate-Kostüm. Deswegen dürft ihr auch meinen Helm haben. Ich bin großzügig heute. Hier, der Helm. Oh, warte, jetzt hast du den Helm gesammelt. Hier ist ein Helm, den kannst du haben. Ich hab... Warte mal, was hab ich denn noch? Geil eigentlich. Ich hab richtig viele... Ich hab ja schon eine Kopfbedeckung. Ich hab... Oh, du hast die Schürze! Das ist wirklich nutzlos, oder? Lol. Leute, guck mal, was ich alles habe. Ich hab Top, sieht fantastisch aus. Oh mein Gott, gib mir die grüne Schulter geboxt, ich will eine grüne. Bist du gerne eine pinke? Gib her. Ich geb dir eine Brille, okay? Blow Yodel. Du kennst Badass Glasses. Komm, Yodel. Für die kleine Ronja, die kriegt hier so eine schöne. Was ist das? Was haben wir hier? Das ist eine Kiste, die. Guck mal, die kannst du. Box. Lauf doch mal drüber. Nein. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Was kann die denn, Box? Bau die mal auf. Oh, sorry, wollte ich nicht. Okay. Toll, Hauptsache, Flo. Ich vergebe dir. Ich bin großmütig. Das wollte ich nicht. Guck mal. Okay, was können wir denn damit machen? Mach mal richtig drauf. Ich brenne! Geh ins Wasser. Ich bin dabei. Ich hab noch zwei Herzen. Alles gut. Ey, denkt ihr, man kann einen Drachen fangen mit der Bärenfalle? Fängst du mit der Bärenfalle hier an? Ja, das ist nur für Monster. Du kannst keinen Drachen damit fangen. Du fängst damit den Tops oder du fängst damit mich? Ja, genau. Du fängst hier eine, Flo. Verstehst du? Alter, wie zerstört ist hier bitte alles? Okay. Ey, was ist das hier? Das kannst du dir vorstellen, wie ein Rucksack ist das. Ja, ein Backpack. Okay, das ist ja voll cool. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich loote jetzt mal die Drachenhöhle. Bis dann, ciao. Warte. Drachenhöhle? Drachenhöhle sehe ich mich auch. So, dann packen wir auf jeden Fall. Wie bauen wir denn diese Box ab? Ich krieg die nicht mehr. Okay, die ist jetzt halt hier. Drachenhöhle, wo sind die denn jetzt hingerannt? Da ist Tops. Wir folgen Tops. Da ist Flo. Wir folgen Flo. Flo hat gesagt Drachenhöhle, das heißt, wir folgen lieber Flo als Tops, weil der weiß bestimmt, wo es lang geht. Oh. Drachenhöhle heißt noch mehr Drachen und noch mehr Drachen heißt vielleicht einen zahmen Babydrache für uns als Begleiter. Ha? Huh? Ey! Ah, das ist sehr nett. Njam. Ich meine, die Herzen gehen ja automatisch wieder hoch, also ist alles A-okay hier. Und die Drachenhöhle scheint fern zu sein. Ich glaube, Flo möchte mich loswerden. Und Flo möchte auch Tops loswerden. Er versucht hier Kiefsticken zu machen. Okay. Ich wollte mich hier. Ja, wir haben nur gesagt, wo wir alle wohnen hier. Also, ich wollte mich eigentlich hier so hinpflanzen. Weißt du, wo alles kaputt ist? Ja, ne? Das aber in die zerstörte Gegend. Ich weiß, wo ich mich hier hin. Ich loope das Dorf weiter. Ciao. Ich gehe sowieso in die gleiche Richtung. Und zwar. Habe ich hier vor, wie gesagt, mich auf den Pilz hier einzusiedeln. Das heißt, wir brauchen nur ein bisschen Holz. Nee, das dauert mir zu lang. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal ein simples Erdhaus. Okay, da muss man auch einfach mal sehen, wo man bleibt. Wir können nicht direkt die Luxushäuser haben, die man gerne hätte. Das heißt, ein Erdhaus muss vielleicht auch einfach mal reichen für den Anfang, bis wir hier ein bisschen fortgeschrittenere Projekte starten können. Es geht hier erstmal auch um eine Bleibe, ja? Es geht hier um eine Basis und, ich bin den anderen ja voraus, mitten im Erdhaus, weil die haben noch gar nichts, ja? Die haben noch gar nichts. Die haben kein Haus, die sind ja auf der Suche nach irgendeiner verrückten Drachenhöhle. Aber das Ding ist, wenn die Drachenhöhle finden, dann kriegt man das ja mit. Also, das bleibt ja kein Geheimnis. Das können die ja nie im Leben irgendwie geheim halten. Von daher bin ich da auch ganz entspannt und glaube, hier einen guten Weg gefunden zu haben. Erstmal auch eine Basis zu schaffen, ja. Es geht hier all um die Grundlagen, ne? Nur um die Grundlagen. So, das heißt, wir haben hier erstmal eine kleine, aber feine Treppe. So,
Guter Start. Jetzt geht's hier weiter, ja? Grundriss, wirklich simple Form. Wir haben nicht genug Erdblöcke. Wir brechen die Mission ab. Wir suchen jetzt ebenfalls nach der Höhle. Das Haus merken wir uns aber, ja? Das seht ihr hier. Das ist meine Treppe, das ist mein Pilz, das ist mein Wohnpilz. Der bleibt hier so. Ich bin gerade gegen den Baum gelaufen. Aber dafür habe ich ein Ei eingesammelt. Also Win-Win-Situation, würde ich mal schätzen. Dann geht's hier weiter. Was haben wir denn noch? Wo sind wir denn? Ich habe die anderen nicht aus den Augen verloren. Ich glaube, das ist mein größtes Problem. Ich muss aufpassen, dass ich die anderen nicht aus den Augen verliere. Es gibt hier auch so viele Pilze, dass es schwer zu erkennen wird, auf welchem ich jetzt eigentlich mich einnisten wollte. Hier ist natürlich wieder unsere Basisstation. Ein bisschen Knochenmehl habe ich da einsammeln können. Das ist natürlich auch schön. Okay, da brennt's. Da wollte Tops, glaube ich, wohnen, in der jetzt verbrannten Stadt. Ansonsten sehe ich da hinten... Wer ist das? Ich glaube, das war nur ein Reh, aber da ist auch noch irgendjemand gelaufen. Ah, da ist Tops. Wo ist... Tops hat da so ein Crafting-Table schon. Interessant, interessant. Da gucken wir doch mal, ob man da vielleicht auch einfach mal vorbeischauen kann. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Eiche. Es ist einfach so viel Neues. Es gibt so viel zu entdecken. Ups, lala, das war mein Ei. Naja, da kam jetzt eh kein Hühnchen raus. Das war ein minderwertiges Ei. Das haben wir eh nicht in unserem Inventar haben wollen. Das hat uns so Platz weggenommen. Ganz nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Deutsch. So, ansonsten gucken wir jetzt einfach mal. Da ist auf jeden Fall das Meer schon. Ansonsten, was haben wir denn? Schöner Ort. Ich glaube, wo ich mich sehe, ist da hinten bei dem Pegasus. Da sind Tintenfische, da ist Farn, wie heißt Bambus. Und da oben brennt auch schon wieder was. Vielleicht können wir da ja mal schauen, ob sich da nochmal Zeichen für den Drachen zeigen oder ob jetzt Drachen irgendwas hat fallen lassen. Ja. Ich bin noch nie so viel hier gewesen und habe mir das noch nicht so richtig angeguckt. Das ist verbrannte Erde. Das hier ist Stein. Oh, den Stein nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Stein ist ein sehr gutes Rohmaterial hier für unser späteres Projekt. Hust, hust, unser späteres Haus. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht ins Feuer laufe. Ich habe leider, weil der Flo mich angezündet hat, danke by the way, nochmal ein bisschen Leben verloren. Aber das ist nicht schlimm. Das kann jedem passieren, ja. Jeder macht mal Fehler. Jeder macht mal ein Lagerfeuer, wo da andere Personen steht. Aber ich unterstelle ihm hier einfach keine bösen Absichten mal. Und bin da zuversichtlich, dass wir da unsere Konflikte auch beilegen können. So, dann sieht das ganz... Oh, hier sind überall diese Steine. Ich sag, das haben die anderen nicht. Ich bin auf eine Goldgrube gestoßen hier. Die anderen, das, was ich schon vorhin gesagt habe, die suchen hier in der Welt rum, ganz ohne Sinn und Verstand, ja, und haben noch gar keinen richtigen Plan, was sie hier machen wollen. Aber die Lavasteine, oder wie heißen die denn? Wie heißen die denn, die Steine hier? Puh, das Feuer ist leider erschreckend nah. Asche. Egal, es sieht cool aus, okay? Ist mir egal, ob das Asche ist oder nicht. Man kann da draus bauen und es sieht schick aus. Das heißt, die Leute denken dann bestimmt, wir haben so richtig... Keine Ahnung. Entwickelten Kram und in Wirklichkeit bauen wir einfach ein Haus aus Asche. Ha? Was sagt ihr dazu? Hier ist auch überall die. Also... Überlegt mal, wir können uns erstmal vor den Drachen verstecken, weil was sollen die Drachen denn machen? Asche? Asche brennt nicht, Asche hat schon gebrannt. Das heißt, wir sind auf jeden Fall erstmal feuersicher. Dann hier ein paar Blümchen nehmen wir mit für die Deko. Warum denn nicht? Wer will uns denn aufhalten? So, dann haben wir nämlich die Blümchen und dann geht's noch weiter. Es wird noch besser, ich weiß, man glaubt das kaum, aber hier nehmen wir einfach noch mehr Asche mit. Das ist einfach, da muss man auch einfach mal gnadenlos sein und sagen, okay, ich nehme jetzt so viel, wie ich hier tragen kann. Ich gehe auf die 64 Blöcke hoch. Ist mir ganz gleich, was hier die anderen machen, weil die haben scheinbar einfach nicht den Plan, den... Ah! Oh Gott. God damn it. Was ist denn hier passiert? Warte. Okay. Okay. Vielleicht ist hier irgendwas umgefallen. Jetzt ist hier auch neues Loot. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Hier gibt es scheinbar auch Entwicklungen, von denen man vorher nicht ahnen konnte, dass die so stattfinden. Was ist das denn? Das ist ein totes Hühnchen. Das ist ein Skeletthühnchen. Und noch mehr Knochen mit. Okay, wisst ihr was? Wir töten das Skeletthühnchen. Das wirkt mir wie eine wertvolle Ressource. Das sieht man nicht alle Tage. Das nehmen wir mal mit. Da haben wir Knochen, noch mehr Knochenmehl. Oh, das ist eine Spinne. Egal, das ist nicht schlimm. Wir haben nur noch ein Leben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das Ding ist, alle meine Ressourcen sind jetzt leider
leider weg. Das macht nichts. Ich habe jetzt diesen Schlüssel hier in der Hand. Komme ich da jetzt zurück irgendwie? Mir wurde gesagt, theoretisch ist der Schlüssel der Weg, der mich irgendwie zurückbringen kann zu den anderen und auch zurück zu meinem Erfolg. Aber weder links noch rechtsklick machen irgendwas. Vielleicht habe ich einfach hier was Neues freigeschaltet. Der Schlüssel sagt, allows you to see your grave at a distance, you can recover your lost items. Also erlaubt es dir, dein Grab aus der Ferne zu sehen und du kannst deine verlorenen Items zurückholen, wenn man auf das Grab rechtsklickt oder wenn man drüber läuft. Das Ding ist, Right-click to provide teleportation. Das hat mich jetzt hier irgendwie noch nicht so richtig zum Ziel gebracht. Ich würde hier einfach gerne teleportieren, aber es scheint nicht funktionieren zu wollen. Da hinten ist auf jeden Fall das Pegasus, was ich vorhin gesehen habe. Also dürfte ich nicht so weit weg sein von meinem eigentlichen Unfallort und dann demnach auch nicht weit weg sein von den... Hier ist zum Beispiel das Hühnchen. Hier war, glaube ich, auch die Spinne, die mich dann im Endeffekt um die Ecke gebracht hat, ja, um es ganz ehrlich auszudrücken. Das ist alles voll in Ordnung. Fängt mal klein an. Du musst nicht immer sagen, ja, ich halte an alten Erfolgen fest. Das habe ich nicht nötig. Hier zum Beispiel ist das RIP. Richtig Ronja died an. Oh, Moment. Oh, okay, wir haben unser Grab gefunden. Sehr gut. Das heißt, wir haben alles wieder gefunden. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Sehr, sehr gut. Der Schlüssel, ich muss ganz ehrlich sagen, den Schlüssel verstehe ich nicht. Aber das macht nichts. Okay, jetzt fangen wir hier mal an mit einer neuen Grundlage für ein neues Haus. Ich finde, hier ist der Ort nämlich eigentlich wirklich schön. Das heißt, wir müssen hier einfach nur eine kleine, aber feine Ecke schaffen. Zweistöckiges Haus, ebenfalls auch immer. Wenn man so ein paar Ebenen drin hat, ja, dann kommt das gut. Dann hat man so ein bisschen Abwechslung drin. Und dann können wir auch einfach schneller bauen. Hier ist direkt ein Baum neben mir. Das macht, glaube ich, auch absolut nichts. Dann haben wir hier nämlich Wasser. Dann können wir so eine kleine Art Brücke bauen. Und dann wird das alles... Hoppala. Oh nein. Wir bauen aus Asche nicht. Okay, scheinbar rutscht die Asche einfach runter, wenn man die hier abgebaut hat. Ich sehe gerade das Problem, was ich vorher nicht wirklich erkannt habe als solches. Aber das ist nicht schlimm. Wir brauchen ja unser Dach nicht auch aus Asche bauen. Ja, wir können ja trotzdem das Gerüst aus Asche bauen. Es wirkt wie ein robuster Baustoff und ich bin immer noch sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Mhm, ganz sicher. Bin ich. Bin ich wirklich. Glaubt mir. Glaubt mir. Wirklich. Glaubt mir. Okay. So. Jetzt habe ich die ganze... Mister? Mein Haus ist einfach das beste Haus, was man hätte... Dutzende Zombies. Niemand kann mich. Ich bin. Seht ihr das? Oh, jetzt brennt er nicht mehr. Okay, ich logge ihn wieder. Ich überprüfe kurz meine Theorie. Ich logge ihn jetzt mal wieder hier zum Haus und gucke, ob der wieder anfängt zu brennen, wenn er die Asche hier berührt. Oh, seht ihr das? Vor allem, ich bin einfach sicher im Wasser, weil da kann er mir auch nicht. Oh, ich bin hier nicht sicher im Wasser, weil er kann ja auch ins Wasser. Okay. Das habe ich nicht durchdacht. Wir müssen hier einfach auch uns länger auf der Asche aufhalten, damit wir fangen nicht an zu brennen. Ja? Da kommt noch ein wütender Dorfbewohner, der auch aussieht wie ein Zombie. Okay, scheinbar haben wir uns hier ein gefährliches Pflaster. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin Abenteurer. Also macht euch da mal gar keine Gedanken um mich. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Asche, bevor die anderen merken, was das hier für eine Goldgrube ist. Es ist jetzt zwar, wir haben zwei Verfolger an den Fersen und müssen die erstmal ein bisschen abschütteln, aber ich sag euch, wenn das Haus erstmal fertig ist, dann... Was sollen sie tun? Also wie soll mich irgendjemand jemals angreifen? Der brennt. Während er versucht, mich zu jagen. Jetzt hört er natürlich auf zu brennen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die nehmen müssen. Es ist wirklich... Das ist ein Spiel mit Leben und Tod hier. Bin ich ganz ehrlich. Also... Nebenbei muss ich irgendwie noch ein bisschen Erde looten, damit wir hier eine Chance haben, lebendig rauszukommen. Aber mal sehen. Ich wünschte, ich wüsste, was die Jungs so treiben. Aber die habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Um ehrlich zu sein, seitdem ich gestorben bin. Der ist gefährlich.
Der will uns, der lässt uns auch nicht locker, ne? Der greift uns an immer und immer wieder. Das ist ja wie verrückt. Aber hier ist noch mehr von dem besten Baustoff, den wir uns wünschen können. Also haben wir gar kein Problem. Wisst ihr, wenn die mich angreifen, dann baue ich mir hier einfach so eine Art Turm aus Asche. Und dann stelle ich mich da oben drauf und dann bin ich auch in Sicherheit. Ja, das passiert mir nichts. Ich brauche dafür mindestens 5 Asche, sage ich. Damit ich auch auf der sicheren Seite sein kann. Aber abgesehen davon ist das hier alles erste Sahne. So, guck mal an. Da habe ich zum Beispiel schon Zombiefleisch gelootet. So schnell kann es gehen. Ich glaube, die anderen haben nämlich noch nichts Essbares. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich nicht so viel Asche eingesammelt. Huh? Aber das macht nichts. Das macht nichts. Oh, verbranntes Gras haben wir auch. Da können wir vielleicht ein paar Elemente einbauen. Ja. Da sehen wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Hier ist noch ein bisschen Asche, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und dann... So, was haben wir denn hier noch? Ich muss mich wieder ins Feuer begeben. Ich bin ganz ehrlich, ich sage, bevor uns das hier ausgeht, also bevor uns irgendjemand anderes die Asche hier wegnimmt, das kann ich nicht geschehen lassen. Also da müssen wir auch wirklich mal sagen, nee, wir haben es zuerst gesehen, wir haben den Effekt zuerst entdeckt und erkannt. Und demnach haben wir auch sozusagen Vorkaufsrecht, ja, wenn man es mal so ausdrücken möchte, auf den ganzen Prozess des Aschesammelns und Häuser aus Asche bauen. Das ist, ich bin immer noch sehr überzeugt davon. So, was haben wir denn hier? Hier ist ein weiterer Zombie verbrannt. Was haben wir hier? Ein fremder Strange Graves Dust? Der Staub von einem fremden Grab. Okay. Wir haben generell hier schon ein gutes Inventar gesammelt. Wenn ich hungrig werde, habe ich hier noch Fischkuchen. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Asche. Das Rotten Flash können wir vielleicht irgendwelchen Dorfbewohnern andrehen, die doof genug sind zu sagen, oh, das esse ich. Ich esse es nicht. Das Feuer geht doch aus, wenn man da einfach die Asche abbaut. Das ist gut zu wissen. Das heißt, Asche ist so eine Art Superbaustoff. Ja? Superbaustoff. Die muss ich nur aufpassen, dass die mir hier nicht verschwindet im Feuer, weil das wäre wirklich ärgerlich. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier auch einfach gar keine neue Asche dazu. Das heißt, wir verkrümeln uns jetzt hier erstmal wieder von dem Bauort und gehen zurück zu unserem schicken kleinen Häuschen am See. So, die Zombies und Dorfbewohner haben sich da jetzt auch entfernt von. Das ist eine gute Indikation. Und dann, seht ihr das? Ein absolutes Träumchen. Den Rest können wir aus Erde bauen. Und dann haben wir auch hier vorne können wir noch eine Glas... Ach mal. Okay. Wie es weitergeht, seht ihr nächste Folge. Neue Folgen kommen, wie gesagt, 3-mal die Woche. Sowohl bei mir, bei Flo, als auch bei Tops. Und bei mir kommen sie mittwochs, freitags und sonntags. Und dann könnt ihr auf jeden Fall reinschauen und immer die neueste Folge sehen. Auf jeden Fall auch bei den anderen auschecken und unbedingt den Kanal abonnieren, damit ihr nichts von der neuen Serie verpasst. Okay, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut.